Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3 auf der PS 5 bei meinem vierten Durchlauf auf New Game Plus 3. Wir haben das letzte Mal den Giftsumpf gemacht, bravourös gemeistert, ja, und jetzt haben wir diese Titanitscholle in dieser Grotte da hinten gefunden, in dieser Giftgrotte. Und ja, die hätte uns der Herr Lapp auch geholt, allerdings haben wir gesagt, das können wir selber auch und sprechen wir dann mal mit ihm, ob sich da jetzt was getan hat. Oh, look at you. You found the treasure. Dashing. Just dashing. You'll make good use of it, I'm sure. Now, this is a little toast from me to you. Und wir bekommen einen Sieg, boah, ist das interessant. Think, think, think. Also man würde ja fast glauben. To speak of, but, bottoms up, to the greatest warrior there is. Genau. Also er hat es jetzt gerade gesagt, dann brauche ich nicht mehr sagen, ja. Sigurd oder Siegmeier im ersten Dark Souls oder Sigurd eben hier im dritten Dark Souls. Gott hab ihn selig, ja. Rest in peace, lieber Sigurd von Katarina. Wir stoßen da mal an auf ihn, anscheinend hat er ihn auch gekannt, ja. Interessant, gell? Dieser Lapp. Gut, dann schauen wir, was er noch zu sagen hat. This really is a dreck heap at the world's end. Mangled remnants from every age and every land. It actually sort of lends credence to the old rumors that the ringed city rests below it all. This really is a dreck heap at the world's end. Mangled remnants from every age and every land. It actually sort of lends credence to the ringed city. Die umringte Stadt unter allem liegt. Also dort müssen wir eigentlich hin und da sind wir, müssen wir dann nach unten, also noch tiefer runter. Und eine sage ich euch mal, diese umringte Stadt, so viel mal schon im Vorhinein, ist wunderschön. Ja, das sage ich schon mal. Gut, jetzt haben wir mit ihm gesprochen, er sagt nichts Neues mehr. Wir haben alle Dialogmöglichkeiten ausgeschöpft und werden jetzt auch noch einmal einen Save and Quit machen. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt noch da bleibt, ob er seine Reise erst später fortsetzen wird, denn wir werden ihn noch ein paar Mal sehen, oder ob er jetzt schon abhaut. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Die Ladezeiten sind ja hier auf der PS5 ja wirklich grandiosest, also da geht wirklich, ich meine, kein Vergleich zur Vierer und im Vergleich jetzt natürlich, es ist schon ein Wahnsinn, ne? Es geht wirklich, wirklich, wirklich sehr schnell. Er ist immer nur da, okay, na gut, und er sagt nichts Neues, okay, dann sehen wir uns später, dann wird das erst später getriggert, ist mir wurscht. So, dann, wie viel haben wir denn, ja, wir haben eh aufgeheilt, haben wir eh, ist wurscht, ich setze mich noch einmal her, und jetzt geht es dann weiter. Was jetzt ist, hier dieser komische Schmetterling, der ist schon noch da, denn dem sein Beschwörer, der ist woanders. Ja? Den Beschwörer, was wir jetzt getötet haben, der war für den zuständig, der im Giftsumpf ist. Ja? Also wenn wir jetzt das nächste Mal in den Giftsumpf gehen, ja, ist schon ruhiger, auf jeden Fall, denn damit ist der Schmetterling einmal weg. Hier allerdings noch nicht, darum heißt es hier weiterhin aufpassen. Und diese Gegend schauen wir uns dann an, wenn auch dieser Schmetterling, ja, Geschichte ist. Ja, aber da habe ich so geschreckt am Anfang, aber ich glaube, kommt der bis daher, aber bis daher geht es richtig. Gespenstisch ist das richtig. So, na dann. Weiche von mir, Satan, weiche von mir. So, dann hier runter. Nächsten Schutz suchen. Auch diese Seite, ein Item, was da oben auf diesem Astle hängt, das holen wir uns dann auch später. Jetzt lassen wir mal schießen, als hole die wieder, ja. Dann tut es mir schon wirklich ein bisschen fast leid, die Wichte. Aber auf der anderen Seite gehört es einem noch. So, jetzt haut er ab. Und jetzt wirklich schnell dann Sprint, 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 da überall die ganzen Items und darunter auch. Das machen wir alles dann. Und dann schnell, also ich bin ja noch nicht, oder bin ich schon zu weit? Okay, ich bin schon zu weit gelaufen, ist auch lustig, ne? Ich bin schon zu weit gelaufen. Ja, ist auch super. Okay, dann hier rein muss ich. Hallo. So, da muss ich rein. Ja, ist schon gut jetzt. So, da, Wichte, Hutznächtle. So, dann haben wir das auch, Sklavenkapuze, ja, sein Set haben wir auch alles schon 100.000 Mal. Wir schauen uns das dann alles noch einmal an, dann ganz spät am Schluss.
zum Grande Finale. Meine ganzen Sammelstücke, was ich in 4 Durchläufen gesammelt habe, ja. Von Waffen über Rüstungen angefangen, bis über Ringe, Items, alles nützliche Gegenstände und so weiter. Auch die Seelen werden wir uns anschauen. Vielleicht können wir dann sogar ein paar Seelen noch in Ludlath geben. Da schauen wir mal. Na, da schauen wir mal, was wir da noch machen. Gemütlichen Ausklang im Feuerbandschrein. So wird das gemacht. Aber dann, wie gesagt, ganz zum Schluss erst. So, wenn Sie sich noch erinnern könnt, wir sind, da ist übrigens der Lustige, den haben wir das letzte Mal besiegt, darauf gehen, sind wir dann das letzte Mal hier über das Dach gegangen, da nach vor und da oben dann rüber und da haben wir den Beschwörer besiegt, gell? Dass dann der Schmetterling weg war. Und jetzt gehen wir hier weiter, denn das ist jetzt der Hauptweg für uns und da ist jetzt nicht nur ein oder zwei oder drei von diesen, Wichteln, sondern da kommt dann ein wieder menschlicher NPC und das ist die geile Schnitte, will ich beinahe fast schon sagen, ja, die Feuerlady, ja, ja, das ist dann gleich sehen. Ich schau mal kurz, wenn ich den da jetzt gleich mal ziehe, hoffentlich kommt die dann nicht auch gleich, denn die sind störend, ja, also die ist von Haus aus schon mal schwer genug, aber ich schau noch, irgendwo ist der zweite auch noch, die Feuerlady kommt dann auch gleich runter. Die muss da oben dann irgendwo sein. Da oben steht's. Ja? Oder ist. Nein, da ist vorher noch der Wicht da. Da ist der. Da kommt's. Also die Pupperl eigentlich. Pupperl. Aber die wird bewacht, eskortiert von diesen zwei Freaks da. Ne? Und das ist jetzt das Problem, ja? Denn die kommen da mit. Und die sind einfach nur Störfaktoren, ja? In dem ganzen Kampf. Ah, ich bin. Okay, sie hat mich noch nicht gesehen, oder? Sie hat mich, glaube ich, noch nicht gesehen. Das wäre so. Oh ja, na, sie geht verkehrt. Na gut, dann, ja. Puh, gewiss ja was. Alles oder nix. Wir probieren's. Denn ihr Schaden und ihr, Wichte. Das wäre so wichtig, wenn ich die Wichte mal. Ja, die sind so, wenn die weg sind. Wenn die mal weg sind. Okay, Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Ja. Schade, dass die nicht auch von ihr getroffen werden. So, jetzt besser. Und jetzt kann ich mich auf sie konzentrieren. Ja, Pupperl, Wüstenpyromantin Zoe. Sie schon, gell? Nicht so unsauber, gell? Aber die hat... Was? Das war's schon wieder? Das was? Wir bekommen den Flammenfächer von ihr. Eine Pyromantie... Also, die hat mir auch auf den Nerv gezogen, die Dusse. Wahnsinn, war die schwer oft. Aber jetzt, das war wirklich, was war das jetzt wirklich? Na, ich bin einfach, ich glaube, ich bin zu gut für das Spiel. Ich muss mir jetzt wirklich überlegen, ob ich es überhaupt noch fertig mache. Gut, danke. Der Prismastein. Da unten haben wir ja, glaube ich, eh alles schon abgesucht. Wir haben die Pyromantie irgendwas, das Lendentuch haben wir gefunden. Den Rock. Das eine Item und das andere liegt da oben noch. Da haben wir dann das ganze Set komplett. So, wir gehen dann da jetzt noch einmal rauf. Und jetzt muss ich aber aufpassen. Es war vorher überhaupt nur Spaß, was ich gesagt habe. Nehmt es bitte nicht ernst. Es war wirklich ein Spaß. Es ist alles nur Glück bei mir. Ja? Es ist nur Glück. Ich bin ein stinknormaler, unterdurchschnittlicher Spieler. Ja? Früher war ich mal durchschnittlich und jetzt im Alter bin ich unterdurchschnittlich geworden. Gut, sonst liegt da aber eh nichts da vorne, glaube ich. Jetzt muss ich aufpassen und schauen, denn da werden wir jetzt gepissert gleich von dem nächsten Schmetterling. Und der wiederum, weiß ich jetzt nicht, ist der über, der ist wieder, ist das wieder anderer oder ist das eh der? Weiß ich jetzt gar nicht. Jedenfalls werden wir gepissert von dem. Und wir müssen uns dann da vorne so halb links sage ich, halb rechts runterfallen lassen. Und da ist dann der Hauptweg, allerdings da vorne irgendwo noch ein Item da oben, da kommen wir dann eh hin auf das Dach. Katzen geben schon wieder ein bisschen Gas. Die Zeit ist wieder da. Nach denen kannst du die Uhr stellen, nach denen. Ist unvorstellbar. Nach denen kannst du wirklich die Uhr stellen. So, wenn ich da jetzt runterspringe, da muss ich eh hin, glaube ich. Muss ich da hin? Na, da vorne erst. Da vorne erst. Ich dachte, da wäre noch ein Ei. Das ist eh der eine Schmetterling. Gewiss der was?
Ich schaue dann später noch einmal. Ich mag es jetzt genauso, nur den Not, das wirklich das, den notwendigen Weg. Allerdings, es ist der drüber erst. Ich lasse ihn mal. So, jetzt schnell sein hier und dann da runter. Und jetzt und runter und da runter und... Moment, wie war das? So, genau, und da nach unten. Und jetzt so. Und das sollte ich überleben. Genau. Oh, komm, lass mich da. Oh, bitte nach unten und jetzt bin... Schaut ein bisschen, war nicht so optisch optimal gespielt, aber wir sind mal geschützt. Und jetzt zeige ich euch was. Nämlich, wenn ich da jetzt runtergehe, kommen wir da in einen... Bin ich da eh richtig übrigens? Ja, bin ich eh richtig. Das ist einmal das allererste, was wir machen, sonst machen wir gar nichts. Ja? Das ist nämlich das Allerwichtigste, das Allerwichtigste. Seht ihr da unten schon? Seht ihr, was da unten ist? Genau, da ist er nämlich, ja? Der Beschwörer. Und der ist jetzt, das ist so wichtig. Und jetzt haben wir Ruhe, ja? Weil wenn der einmal gekillt, immer gekillt, ja? Und der Schmetterling auch, einmal tot, immer tot. Funkeltitter nicht zweimal und jetzt ist Ruhe. Und jetzt ist auch der letzte der Mohikaner-Geschichte, ja? Also bitte macht es unbedingt so, ja? Nicht da oben glauben, ja, da in Robin Hood rauslassen oder was. Das bringt alles nichts. Gut, jetzt überlege ich, jetzt werden wir den ganzen Weg dann noch einmal gehen. Aber schaue ich mal, da komme ich jetzt oben wieder rauf. Da ist übrigens nichts, nur eine tolle Aussicht, aber die schauen wir mal an. Ist das grandios da, ne? Bitte da nicht glauben, da könnt ihr runterspringen oder auf Superman tun. Oder Batman, das funkt's nicht. Das funkt's nicht. Funkt's nicht. Ja? Drum wieder zurück. Und den Weg, wie wir jetzt raufgegangen sind, einfach wieder zurück. So, wir haben erst 11 Minuten. Das ist gut. Allerdings, wir werden da noch alles abklappern. Boss machen wir erst dann, glaube ich, das nächste Mal. Nur mal schauen, wie lange das jetzt noch geht. Ein bisschen was können wir noch suchen und finden. Obwohl vieles eh nicht mehr. Bin ich froh, dass wir die einmal haben, diese blöden. Denn die sind, ja, einfach nur sekant. Und wie gesagt, diese Seelenpfeile, die haben einen Punch drauf. Das ist nicht lustig. So, ich schaue nur, da war eh nichts mehr. Da oben auf dem Dach, ich weiß, da liegt noch was, das holen wir uns dann. Ich wollte jetzt wirklich nur mal, das war mein primäres Ziel, einfach das mal machen, dass wir da diesen Schmetterling da mal ausschalten. Genau, und jetzt sind wir da hier oben und da sagt uns das Spiel auch wieder, da können wir runterspringen. Ja. Machen wir dann. Und hier auf dieses Dach gehen wir jetzt gleich. Und seht ihr, da ist jetzt der Schmetterling endlich weg und jetzt können wir dann das ganze Gebiet da drüben auch noch in Ruhe abklappern. Ja. Aber vorher holen wir uns noch dieses eine Item. Genau, das ist eh das letzte da. Allerdings muss ich dann, nein, ich komme da eh runter. Blödsinn, kommt eh runter. Nur darf ich da nicht runterfallen, weil sonst bin ich wieder in der Scheiße. Da müsste ich den ganzen Weg außen noch einmal gehen. Aber was habe ich da oben vergessen? Da oben habe ich was vergessen. Ich überlege gerade. Achso, das war... ja, ich muss aber eh noch einmal... Das war jetzt das, wo ich gesagt habe, okay. Wo war das genau? Das täuscht jetzt ein bisschen optisch. Gewiss dir was, ich gehe noch einmal den Weg. Das ist eh Asche, das sollte man nichts machen. Na genau. Nein, ist wurscht. Ich gehe noch einmal. Wir sind eh gleich da. Sind wir eh gleich da. Die Zeit nehmen wir uns, weil, wie gesagt, wir machen Boss machen wir jetzt eh nicht mehr in diesem Part. Und der wird dann vielleicht sowieso ein bisschen kürzer werden. Wir werden hier noch alles einsammeln. Werden den ganzen Bereich hier säubern. Säubern von Loot. Genau, also da jetzt rauf. Irgendwo, wo habe ich das gesehen? Da irgendwo hat was durchgeblinzelt. Geblinkelt. War das da so seitenhalb irgendwo? Wo war das? Oder erst da vorne dann? Ich dachte, irgendwo hätte ich das da von da unten dann gesehen. War das weiter oben? Naja, wir werden schon finden. Da haben wir alles geholt. Da sind wir vorher schon gewesen. War das auf so einem Vorsprung wo? Oder war das da oben erst? Ja, da liegt's. Da, das habe ich gemeint. Genau, das Würsten, die Würsten-Pyromanten-Kapuze, genau, die hat mir jetzt noch gefehlt, das war das letzte Item von ihrem Set. Und jetzt haben wir das Gewand von ihr auch komplett. Und jetzt können wir, wie gesagt, wie ich sagte, in Ruhe nochmal da über diese riesigen
Äste da gehen. Und dann schaue ich da vorne auch nochmal, wo die stand, beziehungsweise die war ja da so mehr in den Lüften. Aber da war, glaube ich, sonst dann eh nichts mehr. Genau, bitte aufpassen, das tut weh, wenn es da jetzt runterfallen würdet. Wir gehen wieder den Weg, wie wir vorgegangen sind. Nämlich hier dann über diesen, wo diese beiden Äste sind, immer den rechten nehmen. Und am besten ist, wenn es so weit nach vor geht, dass wirklich hier in der Asche landet. Ja. Ich habe wohl einen Fallschaden, obwohl das jetzt auch Fallschaden war. Das ist komisch. Das ist interessant. Normal sollte da kein Fallschaden sein. Na, ist ja wurscht. Macht nichts. So, und dann bitte nicht hier runterfallen lassen, sonst seid ihr wieder im Inneren. Ja, außen runterfallen lassen. So, genau. Und jetzt holen wir uns alle Items noch in Ruhe, denn jetzt ist diese Beschwörerin, diese letzte eben hier auch weg. Da haben wir mal Titanitbrocken mal 2. Jo, dann war da eh nichts mehr. Und dann schauen wir da noch vor. Dann gehen wir da noch vor. Ja. Jetzt da vorne weiter. Den haben wir schon gekillt vorher. Beziehungsweise der eine Schmetterling gekillt. Dann schauen wir da weiter. Da geht es dann irgendwo nach unten. Ah, also jetzt da zum Beispiel sind noch 2 Gegner, ja. Die können wir jetzt aber überraschen, indem einfach gleich sofort. Geht, also das ist fies. Die haben es im. Alter, wenn ich jetzt sterbe. Im Sprung nach unten haben die schon geschlagen. Mit denen habe ich jetzt nicht gerechnet. Sie sind und bleiben meine absoluten Hassgegner. Ist unvorstellbar. Die kleinsten Zwergerl, aber die extrem dämlichsten. So, Wüstenperomanten gewann. Okay, das hat uns auch noch gefehlt. Okay, aber jetzt haben wir Set komplett. Ich dachte, das Wüsten. Achso, das ist der Oberteil eigentlich. Also Oberteil, ja, mehr oder weniger. Ob man das auch passen wird, könnte ich mich mal umdirndeln, oder? Ich schau mal. Ich bin ja so scharf. Okay, das probiere ich schnell. Das ist mir wert. Das ist mir wert. So, wo habe ich es denn? Wüstenpyromanten-Kapuze. Dann habe ich Wüstenpyromanten-Gewand. Dann habe ich die Handschuhe. Und noch den Rock. Na cool, oder? Bin ich scharf oder bin ich scharf, ne? Na, hat schon was, ne? Man vielleicht nicht ganz so, nicht? Aber ja. Figur habe ich. Okay, gut, na, Spaß beiseite. Zieh mich eh schnell wieder um. Boah, steht mir überhaupt nicht. Das lassen wir den Frauen über lieber. Das lassen wir lieber den Frauen. So, wo bin ich denn? Wo habe ich denn Habel? Einmal, zweimal, dreimal und viermal Habel. Passt. So, na, so gefalle ich mir besser. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Als nächstes gehen wir. Wie geil das ausschaut, ne? Gehen wir davor und da war es aber irgendwo. Moment, wo. Ist das. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Das hat jetzt ausgehört, wie wenn der Item wäre, das war nur Licht. Der Lichteinfall. Okay, dann schauen wir hier weiter entlang. Und da geht es dann irgendwo, aber glaube ich so nach unten, so schräg. War das hier? War das hier oder war das da oder war das dort? Muss ich jetzt wirklich schauen. Na, da geht es schon wieder rauf. Da habe ich das da hinten verpasst. Muss ich nochmal schauen. Da muss ich nochmal in Ruhe schauen. Aber ich glaube, hier war es nicht mehr. Denn da kommen wir schon wieder zurück des Weges. Genau, na, da sind wir schon wieder da. Genau, das Item, das holen wir uns dann von dort. Von dort vorne, aber da muss ich jetzt. Wo war denn das? War das dann ganz unten? Da muss ich nochmal zurück. Da lag noch was, genau. Titanitbrocken. Und irgendwo war da eine Nische, wo es nach unten ging. Oder hat man das geträumt? Nein, hat man nicht geträumt, oder? Das muss doch da wo gewesen sein. Das muss denn doch irgendwo. Wo war denn das? Ah, oh ja, da vorne. Da unten, genau, ich bin zu weit gegangen gewesen. Da ganz vorne, ja, und ich bin da außen gegangen. Ich bin da vorne, wo ich mir das Item geholt habe, gleich wieder zurückgegangen. Und da können wir so einen U-Turn machen. Da nach unten, ich habe es ja gewusst, da war was.
Und da haben wir übrigens auch noch so ein blödes Zwergerl. Ist da jener Zweiter nicht auch noch versehentlich, da immer da nicht irgendwie noch einer dann in den Rücken fällt? Ja, ah, tut das gut. Tut das gut, I'm Backstable. Ah, ah, das tut gut. So, und wenn mir nicht alles täuscht, ist da das riesig große Schild dann. Das war das große Schild. Das Riesentürschild, genau. Also eines der schwersten Schilde im Spiel. Allerdings extrem unbehebig. Also das ist, ja. Habe ich jetzt unbehebig gesagt? Behebig meine ich natürlich. Behebig. Gut, jo, dann haben wir da jetzt mal wirklich alles. Jetzt muss ich noch schauen, das eine Item da oben, das was da noch liegt. War das von dieser Seite? Das merkt man von ein aufs andere Mal nicht. Das merke ich mir von ein aufs andere Mal. Da war es nicht. Wie kam ich denn da wieder hin? Gruzinesa, was da? Was da? War von da, glaube ich, oder? Na. Hä? Wie bin ich denn darauf gekommen? Sag mal. Sag mal. Schauen wir nochmal. Da, irgendwo musste ich doch. Oder war es weiter vorne erst? Wo war denn das? Da lag das. War das. Hä? Sag mal, bin ich jetzt komplett mit Schugge? Da nicht. Das sind wirklich die größten Herausforderungen im Spiel, ja. Ich glaube, da war es, oder? Muss ich da nicht? Nein, musste ich nicht. Sag mal. Ich check's gerade nicht. Wie kam ich denn darauf? Da? Na, oder? Da kommt. Gut, jo, kann sich nur mit dem Stunden handeln. Das kann sich jetzt nur mit dem Stunden handeln. Gut, wie komme ich denn darauf? Und da nicht. Da geht's dorthin und da komme ich nicht. Da muss ich. Wie kommen wir denn da? Über diesen Strang? Musste ich da von vorher schon irgendwo hin? Da ist ja Endstation, oder? Oder komme ich darauf? Ach, ich bin so dämlich. Ich bin so dämlich, da war es okay. Okay, gut. Nur Klumper, eigentlich Funkeltitan nicht. Also Klumper ist nicht, aber für mich jetzt nicht lebensnotwendig. Jo, dann haben wir den Bereich hier mal erledigt. Schauen wir noch einmal. Sagst du noch was oder nicht? Oder? This really is a dreck heap at the world. Mangled remnants from every age and it actually sort of linked. Ja, haben wir schon alles gehört. Das haben wir schon alles gehört. Gut, dann, jo, ich mache noch einmal einen Save and Quit, ja, genau. Und jetzt sollte ich dann, jetzt überlege ich, habe ich da unten ein Leuchtfeuer gehabt? Oder nicht? Wenn nicht, muss ich den ganzen Scheiß jetzt nochmal gehen. Wahrscheinlich schon, weil ich nicht da runtergesprungen bin und das Leuchtfeuer entzündet habe, glaube ich. Denn da wäre dann eins gewesen, oder? Nein, wir werden es gleich sehen. Wenn nicht, gehe ich halt nochmal bis dorthin. Wir haben eh schon wieder 25 Minuten, das passt eh. Dann ist dieser Part auch gerettet. Und wir haben den ersten Teil wir sind ja nicht einmal noch in der Ring City. Das ist eigentlich noch alles Vorgeplänkel. Das ist die Hirtenspitze, ja, alles noch. Und ja, er ist, wie gesagt, er ist immer noch da. Tschüss. So, dann schaue ich aber jetzt noch einmal hier. Ist da noch ein anderes Leuchtfeuerchen gewesen? Nicht wirklich. Das ist der Anfang und da waren wir eh jetzt. Okay, das heißt, wir können. I'm walking. Gut. Ist überhaupt abgestürzt? Hat sich jetzt angehört, wie irgendwo wer. Ah, okay. Alles klar, die sind wieder da, weil ich ja. Alles klar. Ah, hätte ich mir jetzt gar nicht. Na, ist wurscht.
schnell hier weiter und dann, wir wissen ja den Weg mittlerweile, kennen ihn ja schon in- und auswendig, ne? Aber trotzdem, ohne diesen Schmetterling spielt er sich schon einmal extremst leichter, ne? Links oder rechts? Danke, ne? Dass halt auch nochmal zu seinem Schlag kommt, ne? Warum nicht? Gut, dann da oben weiter, auch diese, ja, Pyromantendusse, ja, ist auch Geschichte. Auch ein non-respawning Gegner kommt auch Gott sei Dank nicht mehr. Also wir haben jetzt eigentlich leichteres Spiel. Jetzt haben wir wirklich nur mal diese Wichtel, obwohl, ja, Wichtel und leicht, haha, denkst du, ne? So, einmal, hast du was fallen? Ja, die da nicht. Aber was ich schon Upgrade-Material habe, unvorstellbar. Ich könnte mir, glaube ich, 100 Waffen schon outmaxen, bald schon. Weil selbst Schollen habe ich so viele. Das höchste Upgrade-Material sind auch schon ein. Und der hat noch einen Zug gehabt. Was ist mit den seinen Beinen? Der hat jetzt wirklich. Die Leichenstarre ist da sofort eingetreten jetzt bei dem. Gut. Jo, dann noch einmal darüber. Und wir lassen uns dann da vorne fallen. Wie wir es eh vorher auch schon gemacht haben. Gesagt, von diesen beiden Ästen immer den rechten nehmen. Und dann beim ersten Mal natürlich noch schnell sein, wenn der Beschwerer noch da ist. Und dann einfach runter hier. Jetzt kostet mir wieder keinen Fallschaden. Das ist komisch. Vorher hat es mir Fallschaden. Ich will es gar nicht. Ist eh wurscht. Egal. So, und jetzt hier zeigt uns Gale da nach unten. Und ja, würde man sich jetzt sonst nicht trauen. Und wir sehen schon so ein, ja, wie ein so eine Rune ist, schaut aus, ne? Und da lassen wir uns jetzt einfach runterfallen. Genau da rein. Ah. Und wenn wir das Leuchtfeuer vorher gleich da entzündet hätten, genau, hätten wir gleich hierher reisen können. Aber nein, aber ist wurscht. Ist alles wurscht. So, dann tue ich mich nochmal hierher setzen. Und sind wir verglutet überhaupt? Ja, wir haben eine Glut. Und ihr seht es auch schon hier. Ein Rufsymbol, wieder der Sklavenritter Gale zum einen. Und da vorne sollte noch ein zweites sein, genau. Noch ein zweites. Nämlich Lapp. Genau. Und wenn wir da jetzt nach unten springen werden, schaut euch das an bitte, wo es da runter geht. Es schaut nicht sehr einladend aus, da runter, ja. Da ist es ja richtig schön hier heroben dagegen. Ja. Wir springen ja im wahrsten Sinne des Wortes in die Hölle. Ja, wirklich. Definitiv in die Hölle. Und auch der Gegner, ja, genau. Mehr sage ich nicht. Gut, wir werden es aber so machen. Ich werde mir wieder mehr oder weniger beide holen. Ja. Denn das habe ich schon das ein oder andere Mal gemacht. Und das ist cool. Ja. Der Boss wird schwerer, natürlich. Er hat mehr Leben. Und wahrscheinlich auch mehr Verteidigung. Aber dafür sind wir zu dritt, ja. Wir sind dafür zu drei, ja. Zu drei. Gale und Lapp wird mich unterstützen. Allerdings, dieser Kampf, ja. Es wird übrigens dann sogar ein Deck-Team-Kampf, ja. Dann das nächste Mal, ja. Denn wir haben knapp, wir kratzen die halbe Stunde schon wieder. Und genau darum werden wir auch jetzt kurz eine Badpause machen. In diesem Sinne, ja. Ich weiß, ich bin ein Arschloch. Ne? Jetzt, wieso muss jetzt, hätte er denn noch gemacht? Mein Gott, na, hätte halt dreiviertel Stunde dauert. Mein Gott, na, ich weiß. Trotzdem, ein kurzer kleiner Cliffhanger und es geht ja dann eh gleich weiter. Gut, dann macht's gut. Viel Spaß noch, was auch immer macht's noch und ja, das nächste Mal. Seid dann hoffentlich wieder dabei, wenn es wieder heißt Dark Souls 3 auf der PlayStation 5 bei meinem vierten Run auf New Game Plus 3. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, hallihallo und herzlich willkommen noch einmal zurück. Ich habe beim Rendern des Videos bemerkt, dass ich ein Item verpasst habe. Ja. Also euch nicht gezeigt habe, beziehungsweise es haben wir uns nicht geholt. Und ja, natürlich, ich habe euch ja gesagt, wir machen hier, was das betrifft, einen 100% Lauf in diesem Spiel. Und darum will ich euch das nicht vorenthalten. Und wir laufen jetzt von hier weg. Übrigens, das ist Leuchtfeuer. Ich zeige es euch noch einmal ganz kurz zur Orientierung. Ruinen der Irdenspitze. Das war dieser Bereich, wo eben Lapp auch da hier stand das letzte Mal, ehe er ja dann weiterzog. Wir gehen einfach hier nach vor, brauchen wir uns jetzt keine Gedanken mehr machen, da der Schmetterling alle weg.
Ich glaube, da nur diese zwei Wichte, aber die sollten noch da sein wieder. Schauen wir mal. Die sollten da gleich irgendwo um die Ecke kommen. Da sind sie auch schon. Die holen wir uns schnell. So. Double Kill. Gut. Okay, haben sie was liegen lassen? Nicht wirklich. So, und zwar gehen wir darauf. Ich habe das wirklich dann beim Rendern gesehen. Da hat ein Item durchgeblinzelt. Und genau. Dafür gehen wir einfach da runter und lassen uns da runterfallen. Und da liegt es schon. Seht ihr, in dieser abgerissenen, ja, in den abgerissenen Turm da herinnen. Und ja, es war eigentlich nur eine Titanitschuppe. Also nur, ja. Aber der Vollständigkeit halber. So, dann können wir uns da jetzt wieder runterfallen lassen. Wir sind schon wieder da herunten, wo wir im Giftsumpf sind. Ja, das wollte ich euch nur ganz kurz nochmal zeigen. Das wollte ich euch nur ganz kurz nochmal zeigen. Und jetzt soll es das wirklich mit diesem Part gewesen sein. Also dann bis zum nächsten Mal. Und dann ist wieder Post-Time. Also macht's gut und ciao jetzt wirklich.